Hallo, mein Name ist Kock, willkommen da, ich bin der Lars. Ich begrüße ganz herzlich zu einem weiteren Part auf meinem wunderbaren Kanal. Gestern kam so ein kleiner Board-Special und viele haben sich gefragt, Lars, wieso sehen deine Symbole so komisch aus? Die sehen halt immer so aus, keine Ahnung. Ich habe da nicht viele Updates durchgeführt. Was? Wurde mal gekickt? Was ist denn los da? Und habe das Halloween-Update zum Beispiel hier auch gar nicht drauf gezogen. Beim Handy ist es automatisch hier irgendwie nicht. Braucht ihr nicht installieren. Keine Ahnung wieso. Das, wie gesagt, das Video war quasi von vorgestern, wo ich es aufgenommen habe. Und ich glaube, Clan War-mäßig sieht es ja ganz gut aus. Wir gucken mal kurz. Der Nest ist schon gestartet, aber ich glaube, wir haben gewonnen. Kriegslog. Schauen wir kurz drauf. 46 zu 43. Ich habe noch einen Angriff gemacht. Schauen wir kurz drauf. Und zwar, natürlich, selbstverständlich. Was habe ich geholt? Was habe ich geholt? Man sieht es da schon. Drei wunderbare Sterne. Wir gucken kurz, wie ich das Ganze gemacht habe, während ich noch ein bisschen laber. Denn heute ist es ja soweit. Heute kommt das große Update. Das große Update von KOK Clash of Clans. Und Rathaus 11 ist am Start. Wir wissen nicht, wann es aufgespielt wird. Ich nehme quasi wieder einen Tag vorher auf. Wisst ihr Bescheid? Und heute Abend gegen 19 Uhr ungefähr gibt es ja wieder einen Livestream von mir. Vielleicht starte ich ja sogar eher, wenn ich zu Hause bin. Vielleicht sogar so schon 16, 17 Uhr. Ich weiß es noch gar nicht. Auf jeden Fall, das Update ist da, das Update ist real und ich werde echt Gas geben, damit ich auf jeden Fall einiges erfahre. Weil nach dem Update ist der Loot so großartig geil. Großartig geil, deswegen farmt bis euch die Scheiße rausfällt. Keine Ahnung. Farmt so viel wie es geht. Ich hoffe mal, dass es erst der Server gegen 14, 15, 16 Uhr oder so erst wieder online geht, damit ich quasi, wenn ich von der Arbeit wieder damit richtig Gas geben kann. Aber ich denke mal. Meine Nase. Ich denke mal aber, dass es viel früher sein wird, dass vormittags das Update aufgespielt wird und wenn dieses Video kommt, ist das Update schon da. Also dann schaut morgen im Stream vorbei. Ich werde nochmal ein Video dazu machen und so gegen 19 Uhr geht es da wohl los. Vielleicht sogar eher mal schauen. Twitch.tv ist der Zuschauer 90, dann werde ich richtig Gas geben. Pam, pam, pam. Denkt daran auch, Leute. Das Update. Ihr müsst euer Rathaus in die Mitte stellen. Super wichtig, wenn es draußen ist, kommt ihr wieder rein, habt keine Pokale mehr, habt kein Loot mehr. Weil wenn das Rathaus draußen ist, da natürlich nach dem Update der Loot drin. Plus, ihr verliert keine verliert Pokale, aber ihr bekommt keinen Stern und kein Schild. Deswegen da ein bisschen aufpassen. Ich muss noch meine Base gleich umbauen, mache ich noch. Also jetzt nicht im Video, sondern quasi gleich hier nach. Dass es so lange dauern würde. Ich weiß noch nicht, welche Base ich da nehme, mal schauen. Aber ich möchte natürlich noch mal kurz meinen phänomenalen geilen Angriff zeigen. Ja, hier easy. Bin reingegangen unten, hab zweimal Luftabwehr kaputt gemacht. Hab die Klambo kaputt gemacht, hab beide Hellen kaputt gemacht. Und habe ich halt von den Seiten angegriffen mit den wunderbaren Loons. Der Weg zu den beiden Luftabwehren, wie man gerade gesehen hat, war halt super, 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 super frei. Und ja, ich habe eigentlich einen Overkill gemacht. Viel zu viele Loons am Start gehabt, da hätte ich etwas anderes noch mitgenommen. Ich wollte erst noch Hexen mitnehmen, dachte mir von unten irgendwie. Keine Ahnung. War halt easy. Am Ende sind es 3 Sterne geworden. War kein Problem für uns, beziehungsweise für mich. Und wenn es keine 3 Sterne gewesen, wäre es halt schlecht gewesen. 46 zu 43, obwohl wir nur 36 Angriffe haben. Wer hat denn, alter Schwede, da haben so viele nicht angegriffen, da gibt es einen auf den Deckel. Egal, ich bin stolz auf meine Leistung, die ich gemacht habe hier in Clan War, das gefällt mir. Und der nächste Clan War Gegner ist schon wieder am Start, ich bin die 6 und muss natürlich wieder gegen Rathaus 10 angreifen. Aber, in diesem Clan War habe ich einen Freeze-Zauber. Geil, wa? Ich habe einen Freeze-Zauber. Wieso? Weil das Update ja quasi heute schon draußen ist. Wenn ihr das Video seht, hoffe ich mal. Wie gesagt, ist vorproduziert. Ich weiß nicht, wann es kommt. Und dann habe ich Freeze-Zauber. Rathaus 9 bekommt einen Freeze-Zauber. Das heißt, ich kann hier mit Freeze arbeiten. Für die Infernos. Könnte ich einfach hier einen Freeze reinballern. Hier. Dann würde ich freezen. Ich weiß die Range gar nicht von dem Freeze. Reicht der Freeze denn um... Ja, ich würde 3, glaube ich... was ich denn freezen würde... Minenwerfer... Inferno und Magertum. Ob das geht, wenn ich hier in der Mitte einen Freeze reinballer? Keine Ahnung, ich habe noch nie einen Freeze benutzt. Neuland für mich. Neuland! Werden wir sehen. Das Neuland. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Dann würde man hier reingehen von der Seite. Ist natürlich hier wieder auf Multi gestellt. Könnte man reingehen und weiter alles wegschlitzen. Die Base sieht machbarer aus, auf jeden Fall wie die andere. Ich kann auch, glaube ich, mit Luft gut arbeiten. Oder? Richtig behinderte Luft. Scheiße. Natürlich Multi-Inferno. Obwohl, wir könnten mit Luft reingehen und alles freezen. Das wäre krass, wir können sogar die Luftabwehr freezen, oder? Kann ich hier? Hier? Einen Freeze reinsetzen? Hier in die Achtermauer? Quasi so, da wo die Achtermauer ist. Und dann würde alles 3 freezen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie weit die Range ist. Kann man mal testen. Auf was ist das gestellt? Auf beides? Auf Boden und Luft. Mal gucken, wie die Infernos bleiben. Aber hier könnte man echt mit Luft arbeiten, mit Freeze. 2 Freeze-Zauber für die beiden Infernos. Und vielleicht hier die 3 hier freezen. Die 3 hier freezen. Oder halt die 3 hier freezen. Mal schauen, was geht von der Range. Ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt. Da kann man auf jeden Fall mit Luft arbeiten.
mal gucken. Hybridmäßig oder mit Luft allgemein werden wir dann sehen. Erstmal Freeze-Zauber dann testen, wie Ranges und so weiter und so fort, bevor man hier angreift. Aber der Gegner ist machbar. Der ist definitiv machbar. Das ist ein sehr, sehr krass gerusher Rathaus Nummer 10. Habe ich jetzt auf die Helden geschaut von dem? Habe ich gar nicht, ne? Ja, sehr. Komm, geh weg. Geh weg, Alter. Was ist denn los mit dir? So, Loot haben wir hier auf, bekommen. Wie viel habe ich bekommen? Ja, einiges. Sehr, sehr geile Schlagzeile. Ein bisschen Dunkles. Gefällt mir. Ich bin schon wieder bei 64.000, 65.000 Dunkles. Der King braucht 125.000. Das werde ich quasi machen bis spätestens Samstag. Samstag wird der King dann geupgradet. Und da ich schon wieder krasse Spenden bekommen habe im Stream, wird er auch instant auf Level 27 gehen. Leute, das mache ich. Und für die Spenden überspringe ich gerne die Wartezeit. Mal Dankeschön dafür. Dann ist der King quasi, diese Woche geht er auf 27, nächste Woche auf 28. Dann wird Rathaus 10 gestartet. Deine letzten Mauern. Ich habe wieder ein paar Mauern gemacht. Im Stream, glaube nur, hatte nicht viele. Habe nicht viele Mauern gemacht, weil wir viele auch im Stream mit dem Angriff gemacht haben. Es fehlen dann noch 38. Ich denke mal, wenn dann Rathaus Nummer 10 gestartet wird, sind es halt nur noch 20 in eineinhalb Wochen oder sowas um den Dreh. Easy, gar kein Problem für uns. Ja, ich bin immer noch hier in Silber 1, 1313 Pokale. Die Überlegung war, gehen wir jetzt hoch von den Pokalen oder nicht? Und ich lasse es erstmal. Vielleicht gehe ich dann später hoch, wenn das Update draußen ist. Ich weiß es noch gar nicht. Übrigens, gerade bei dem Clan War Angriff, wo ich drei... Alter, wo ich drei Sterne geholt habe, habe ich den Giftzauber gar nicht geused. Deswegen habe ich noch einen. Läuft bei mir. 3500 Dunkles. Das würde sich, glaube ich, lohnen, da reinzugehen. Inferno, Inferno des Todes. Versuchen wir es mal trotzdem. Wir haben krasse Helden. Versuchen es trotzdem mal hier reinzugehen. Und wir müssen ja quasi nur das dunkle Lager in Anführungsstrichen down bekommen. Das sollte, glaube ich, machbar sein. So, hier kurz aufsprengen. Bitte sprengt auf. Dankeschön. Hat nicht geklappt. Wunderbar. Wie sie halt immer das fokussiert, was sie nicht fokussieren soll. Aber sehr viele Mauern auf dem Weg dahin. Die Mauerbrecher müssen jetzt echt gut laufen. Oh shit. Das ist fast schon zu viel mit den Mauerbrechern. Die, warum machen die... Oh nein, sind die wieder in den Minenwerfer reingelaufen. Mauerbrecher, wieso lauft ihr mal in den Minenwerfer? Bitte, Queen, mach jetzt die Mauer auf. Mach die Mauer auf. Queen, mach die scheiß Mauer auf. Die Queen hat keinen Bock, die Mauer aufzumachen. Jetzt gehen sie außenrum. So, okay, das wird ein Fail. Das wird ein Fail, weil jetzt schon wieder Inferno kommt. Das wird ein Fail. Oder geht die Queen auch Richtung Mitte? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das wird ein Fail. Der King geht rein. Der King, der tankt ziemlich viel. Ah, jetzt bekommt er eine Fresse. Die Queen geht jetzt darüber. Ich glaube, sie kann nicht von hier, von der Seite, wo sie gerade ist, quasi am Rand der Mauer bis zum Dunkeln schießen. Wir können gleich mal testen, ob das vielleicht doch klappt. Ah, sie will gar nicht. Sie geht außenrum zu. Sie hat keinen Bock. Shit. Oder? Hat sie noch Bock? Ja, sie hat keinen Bock. Sie hat keinen Bock. Sie geht halt nicht rein. Ne, sie geht lieber die anderen Gebäude machen. Schade. Wir haben 90 Dunkles bekommen und 30 Pokale Minus, das ist mir scheißegal. Deswegen, um jetzt glücklich zu sein, werde ich jetzt die Klammbuck einsammeln. Nein, brauche ich nicht, weil ich sie nicht benutze. Deswegen ist sie, glaube ich, in der Mitte etwas besser gedefft. Das ist so, okay. Entschuldigung für diesen schlechten Farbangriff. Aber dafür zeige ich euch jetzt diese Wiederholung. Da habe ich 1500 Dunkles gemacht. So, das hat geklappt. Das war auch nämlich ein Rathaus 8. Das ist gerade eben mal Rathaus 10er. Nee, die Mauerbrecher waren scheiße. Ich hätte mitdenken müssen. Ich, mit dem Mauerbrecher hätten die nämlich die drei Mauern aufgesprengt nach der Reihe, hätte es geklappt. Aber ich hatte viel zu wenige Mauerbrecher. Wieder doof von mir. Das sind halt die Angriffe, wie man hier im Video macht. Sonst, ja, Dunkles wird wieder gefarmt. Heute im Stream, wie gesagt, ich hoffe mal, dass es echt krass wird vom Loot. Update ist immer krass und ich will so viel Dunkles farmen, wie geht. 3 Stunden am Stück können wir ja boosten. Jeweils 1 Stunde, das wird geil, da habe ich Bock drauf. Und das mache ich. Das mache ich. Da haue ich echt einen raus. Das wird geil, Leute. Nutzt diesen Tag und farmt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie jetzt euer Loot ist, wenn das Update schon draußen ist oder allgemein, wenn ihr das Video schaut. Ich glaube, der Loot wird sowas von phänomenal geil sein und ich werde so krass abgehen und ihr auch und wir werden einfach nur durchdrehen und sagen, oh Gottes Willen, der beste Loot ever. Vielleicht werde ich sogar das Ganze aufnehmen, quasi als, weiß ich nicht, als extra Video nochmal unterteilen dann, wo ich den ganzen Boost irgendwie zusammen in mehrere Parts aufteile, weil der Loot wird sehr geil sein. Das sieht so gut, Leute. Wir werden so durchdrehen. Und, ach, wie das gut. Ach, wie das gut. Wir schauen mal kurz auf die Gegner, ob ich nochmal reinschnuppern. Was haben wir denn hier? Die Nummer 1. M-A-Z. Der Maze. Ja, ist okay. Die Mauern sind halt allgemein scheiße bei denen. Ich glaube, die... Moment, waren die Helden auch scheiße? Mauern und Helden haben die keinen Bock drauf. Ja, Mauern und Helden haben die allgemein keinen Bock drauf. Ist okay. Wird schwierig. 8 Rathaus 10er, aber ich glaube, diese ganzen Rathaus 10er, die am Start sind, sind allgemein bad. Das ist scheiße natürlich. Hier, Scheißboy. Das ist auch ein Scheißboy. Den muss ich angreifen, der ist auch scheiße. Und der ist okay. Der ist etwas schwieriger. Der ist natürlich auch etwas schwieriger.
Ja gut, die ersten beiden, sage ich mal, sind ganz krass. Oder die ersten drei. Aber hier unten schauen wir kurz auf die Rathaus 9er. Was ist mit denen hier los? Okay, der Rathaus 9er ist auf jeden Fall ganz schnuckelig. Bis auf, ja, das geht. Ein guter Rathaus 9er. Das ist ein schlechter Rathaus 9er. Das ist ein, ja, durchschnittlicher Rathaus 9er. Ich denke mal, das ist machbar. Das ist machbar. Hier können wir was reißen. Wie viele Clan War Krieger haben die schon gewonnen, die Boys? 104, das ist natürlich schon einiges. Das sagt schon was aus, dass sie auf jeden Fall was können. Die Frage ist nur, ob es reicht gegen uns. Ich bin gespannt. Ich muss natürlich wieder spenden. Was braucht der Kollege? Der braucht zweimal Garesbogis. Das geben wir denen. Was will der Kollege? Drachen und Loons. Und hier oben noch mehr Drachen und Loons. Bevor ich jetzt hier weiter ausbaue, ich bin ja ein fleißiger Spender. Ihr kennt mich ja. Und ich spende ja sehr gerne Truppen, deswegen mache ich das jetzt. Und werde erstmal ein paar Drachen bauen. So, hier noch ein Drachen hinterher, damit wir auf jeden Fall ein paar Drachen haben zum Spenden, weil Drachen sind immer geil zum Spenden. Hier noch ein Drache, zwei Loons hinterher. Sehr, sehr geil. Hier noch ein Drache, zwei Loons hinterher und machen wir noch einen Drachen. Und nochmal zwei Loons hinterher. Haben wir einiges zum Spenden, weil noch hier ein Mage rein. Und was jemand auch gerne immer haben möchte, ist eine Valkyrie manchmal. Hier, manchmal will jemand einen Hund. Boah, noch einen Hund. Warum? Ich hab's so dicke Sitzen. Läuft bei mir halt. Bauen wir halt hier den Hund, die Valkyrie. Und, weiß nicht. Am Ende noch hier fünf Lakaien. Oh, so ein Scheiß. Dann habe ich einiges zum Spenden. So, das war's eigentlich schon wieder von diesem Part. Heute gibt's keine spannende, ultra krasse Scheiße. Beim nächsten Mal vielleicht wieder. Ja, natürlich, nächstes Mal das Update. Leute, nächstes Mal das Update. Oh Gottes Willen, wir sind alle so aufgeregt und. Oh, Leute. Ich wünsche euch viel Loot, viel Spaß beim Farmen. Haufen super nice Boys. Wenn ihr Bock habt, lasst ein Like, da würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Jeden Tag ein paar zur Zeit. Ich bin krass, oder? Ich gebe da wieder Gas. Ich hoffe, das passt. Wenn ja, ne, wisst ihr Bescheid. Der Like-Button ist kostenlos. Haufen super nice Boys. Bis zum nächsten Mal.